Einen schönen Abend und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Unsere Themen heute: Streit um Funkmast. Rettenberger wehren sich gegen die Deutsche Funkturm GmbH. Vom All ins Allgäu. Zu Besuch bei Astronaut Klaus-Dietrich Flade in Bad Bürgishofen. Und 90 Tage Alpsommer. Land und Leute besucht einen Bad Hindelanger Elbler. Das Wetter heute Nacht noch kühl, dann schöner. Bereits in den vergangenen Wochen haben wir darüber berichtet, dass in Rettenberg ein Funkmast aufgestellt werden soll. Daraufhin hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die dieses Vorhaben verhindern will. Sie haben eine Linde als Protestsymbol gepflanzt und auch der Verpächter möchte den Mietvertrag für das für den Funkmast vorgesehene Grundstück auflösen. Wie es weitergeht, weiß eigentlich keiner so genau, da die Deutsche Funkturm GmbH andere Informationen veröffentlicht, die den Bürgern so nicht bekannt sind. Meine Kollegen Antonella Nowokmit und Peter Böhr waren vor Ort. Im Rettenberger Ortsteil Acker soll ein Funkmast entstehen. Damit sind die Anlieger aber gar nicht einverstanden, denn sie fürchten um ihre Gesundheit. Ihnen legen Informationen vor, wonach hier ein Mast mit sogenannten 5G aufgebaut werden soll. Also sehr schnell im Internet und damit mit einer angeblich hohen Funkstrahlenbelastung. Darum gründeten sie eine Bürgerinitiative. Sie wollen verhindern, dass der Mast hier auf diesem Grundstück gebaut wird. Nachdem wir uns bereits schon einmal mit der Initiative getroffen haben, haben wir auch die Deutsche Funkturm kontaktiert, die für die Planung und Realisierung von Funkmasten in ganz Deutschland zuständig ist. Wir haben gefragt, was denn ihrerseits eigentlich genau geplant ist. Wir haben geplant, etwa ca. 200 Meter nördlich der Ortschaft Acker einen Mast aufzubauen, über den die Telekom ihr Mobilfunknetz mit den Diensten GSM, UMTS sowie LTE ergänzt. GSM benötigt man zum Telefonieren und SMS versenden. UMTS ist schnelles Internet und LTE ist noch schneller. Jörg Zinsmeister von der Bürgerinitiative betont aber, dass es sich um einen 5G-Masten, also nochmal schnelleres Internet als LTE, handeln soll. Also begonnen hat es ja mit der Telefonakquise von der Deutschen Funkturm. In dieser Telefonakquise hat es geheißen, auch mir selber gegenüber, man wollte ja auch ein Grundstück von mir haben, dass 5G kommen wird oder dass man einen Masten für 5G bauen wird. Auch in der Gemeinderatssitzung war das Thema, dass das ein 5G-Mast wird. Auch in unserer Sitzung in Vorderburg, wo wir gehabt haben, wo auch der Vertreter der Telekom und der Vertreter von der Funkturm da waren, hat man gesagt, dass das ein 5G-Mast werden kann. Nachdem dieses Thema in der gesamten Gemeinde ausdiskutiert wurde, hat auch der Verpächter seine Meinung geändert und fordert nun eine Auflösung des Mietvertrages. Hierzu sagt die Deutsche Funkturm: Der Grundstücksbesitzer wurde jedoch offenbar von mobilfunkkritischen Anwohnern derart unter Druck gesetzt, dass er uns um Aufhebung des Mietvertrags gebeten hat. Aktuell prüfen wir alternative Standorte, um das geplante Versorgungsziel zu erreichen. Das hört sich zunächst danach an, dass die Deutsche Funkturm mit dem Gedanken spielt, den Vertrag aufzulösen. Doch die Bürgerinitiative habe andere Informationen und sogar ein Schreiben, in welchem stehe, dass die Deutsche Funkturm auf jeden Fall an dem Mietvertrag festhalten wolle. Also wir haben auch die Information bekommen, dass nach einem alternativen Standort gesucht wird. Es wird aber trotzdem an diesem Standort hier festgehalten. So mehr oder weniger als letzte Option haben wir den Eindruck. Jörg Zinsmeister und die weiteren Anlieger fühlen sich in diesem Streit vor allem vom Landratsamt und der Gemeinde im Stich gelassen. Denn die Anwohner fragen sich, wie kann es sein, dass ein Funkmast aufgestellt werden kann, wenn sich die betroffenen Anlieger dagegen wehren? Weil es darauf ankommt, wie der Sachverhalt unter die gesetzlichen Vorgaben sozusagen zu subsumieren ist. Und dann muss man eben sehen, ist es genehmigungsfähig oder nicht. Und dann spielen aber andere Dinge keine Rolle. Da können wir dann auch nichts dafür. Wir sind eben die Genehmigungsbehörde. Aber der Antrag liegt ja, wie gesagt, nicht vor. Deswegen kann man jetzt noch gar nichts sagen. Das wäre Stochern im Nebel. Da die Alternativstandortsuche noch einige Zeit in Anspruch nimmt, soll der Antrag 2020 beim Landratsamt vorliegen. Und dann
geht der Kampf der Bürgerinitiative vermutlich in die nächste Runde. Zum Frühstück einen frischen Semmel. Mit Plastik. Klingt gar nicht so lecker, oder? Genau das hatte aber ein Paar aus Bleichach. In deren Frühstückssemmeln aus einer Oberallgäuer Bäckerei waren gleich mehrere münzgroße Stücke Hartplastik. Dafür hat sich die Bäckerei bei dem Paar entschuldigt. Die Stücke seien wohl von einer kleinen Mehlschüssel abgeplatzt. Ein befreundeter Bäcker des Pärchens meinte, man soll es positiv sehen. Hier würde noch von Hand gearbeitet werden und nicht mit industriellen Teiglingen. Mehr Meldungen aus dem Allgäu gibt's gleich. Ihr zuverlässiger Partner in allen Waldfragen. Ulrich und Richard Fink. Waldbetreuung, Waldpflege, Holzvermarktung, Biomasse. Der Wald braucht Profis. Zufriedene Kunden und vitale Wälder sind unsere Leitlinie. Sprechen Sie mit uns. Auf in den Urlaub mit Reisemobile Oberbayern. Ob Kauf oder Miete, wir haben für jeden den richtigen Caravan oder Wohnwagen. Alles drumherum gibt's im großen Zubehörshop und bei Problemen hilft unsere Werkstatt. Reisemobile Oberbayern in Landsberg direkt an der A96. Rückenschmerzen? Das muss nicht sein. Mit dem Growth Chair wird der ganze Rücken entlastet und entspannt. Bestehende Blockaden und Verspannung lösen sich. Testen Sie jetzt den Growth Chair bei Ihnen zu Hause oder bei uns in Leutkirch. Mehr Fun, mehr Action, mehr Möglichkeiten. E-Bikes von Husqvarna. Jetzt bei KTM Müller in Waltenhofen. Ankommen, anzünden, wohlfühlen. Ihr Ofentraum. Maßgeschneidert von Kachelofenbau Schwarz. 2 Generationen Erfahrung für Öfen, die Sie ein Leben lang begleiten. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Individuell gestaltete Denkmale aus Stein. Qualität aus Meisterhand. Steinmetz Werkstatt Schliens in Kempten-Lenzfried. Ihr Steinmetz fürs Allgäu. stein-kempten.de. Und nun die Nachrichten vom Montag. Ein 15-jähriger Junge hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bleichach im Oberallgäu eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Junge hatte gegen 4 Uhr morgens eine Polizeistreife hinter sich bemerkt und daraufhin mit seinem Auto die Flucht ergriffen. Teilweise jagte er mit über 100 Stundenkilometern durch Bleichach und Immenstadt. In Bleichach beendete der Jugendliche schließlich seine Flucht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Alkoholwert von über 0,8 Promille fest. Außerdem hatte er mit seinen 15 Jahren natürlich keinen Führerschein. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen. Frontalzusammenstoß auf der B12. Auf der B12 bei Buchloe im Ostallgäu hat es gestern Morgen einen schweren Unfall gegeben. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben, 3 weitere wurden schwer verletzt. Aus zunächst ungeklärten Gründen war ein 31-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen kurz vor der Anschlussstelle Jengen und Kaufbeuren in den Gegenverkehr geraten. Dort fuhr er frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. 2 der Insassen des entgegenkommenden Autos, ein Mann und eine Frau, starben an der Unfallstelle. 2 weitere Personen und der Unfallverursacher wurden schwer verletzt. Um den Unfallhergang, also die Ursache, zu ermitteln, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Dafür war die B12 über 5 Stunden in beide Richtungen gesperrt. 50.000 Euro für Seilbahnprojekt. Ab 2025 soll eine Seilbahn über der Stadt Kempten schweben und wichtige Anlaufpunkte miteinander verbinden. Das Ziel sei, den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen.
Das Bayerische Verkehrsministerium fördert jetzt eine Studie für die Kosten-Nutzen-Analyse des Projektes mit 50.000 Euro. Für die Stadt Kempten hat die Bewilligung der Förderung einen ganz besonderen Stellenwert. Es ist für uns natürlich wichtig und notwendig, und weil wir in einer ganz frühen Projektphase jetzt auch mit diesem Förderbescheid zugesagt bekommen, dass auch der Freistaat in dieser grundsätzlichen Frage, ob nämlich eine Stadtseilbahn den ÖPNV in unserer Stadt nachhaltig sichern und verbessern kann, dass damit eben auch der Freistaat deutlich macht, dass es auch für ihn ein Pilotprojekt ist, das untersuchenswert ist. In Deutschland betritt eine verhältnismäßig kleine Stadt mit solch einem Projekt eher Neuland. Für Verkehrsminister Hans Reichert ein Grund, das Vorhaben zu fördern. Weil die Stadt Kempten sich auf den Weg gemacht hat, auch in der Mobilität neu zu denken, sich auch neue Produkte, neue Möglichkeiten anzuschauen. Und deswegen unterstützen wir die Stadt Kempten hier sehr, sehr deutlich, weil es einfach toll ist, wenn sich eine Stadt Gedanken darüber macht, wie kann ich Mobilität, wie kann ich meine eigene Zukunft gestalten. Insgesamt soll die Baumaßnahme einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag kosten. Das Ostallgäu wird zusammen mit der Stadt Kaufbeuren und dem Fuchstal Modellregion für Wasserstoff. Dies teilte der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke anlässlich der heutigen Förderbekanntgabe mit. In den nächsten 2 Jahren soll untersucht werden, ob Wasserstoff im Allgäu zu konkurrenzfähigen Preisen produziert werden kann und ob es genügend Interessenten für den Einsatz gibt. Beispielhaft sind hier die Logistik und öffentlicher Personennahverkehr. Joker unterliegen dem ERC Ingolstadt. Die Kaufbeurer Joker unterlagen dem ERC Ingolstadt am Freitagabend mit 2:5. Vom ersten Bulli an war klar zu spüren, wie motiviert die Joker in diese Partie gingen und so einen offenen Schlagabtausch mit dem Erstligisten erzwungen. Auch im letzten Vorbereitungsspiel war der ESVK nicht mit der kompletten Stammbesetzung auf dem Eis. Neben Florian Ketterer fielen noch 3 weitere Spieler aus. Wieder mit dabei waren dafür Sami Plomqvist und Max Schmiedle. Die Tore auf Seiten der Joker machten Alex Thiel und Dennis Pfaffengut. Trotz eines abwechslungsreichen Spiels mit guten Chancen unterlagen die Joker aber schließlich dem ERC Ingolstadt. Am kommenden Wochenende stehen nun für den ESVK die ersten Punktspiele an. Soweit die Nachrichten, nun kommt noch das Wetter. Heute Nacht erwartet uns überall im Allgäu bewölkter Himmel. Die Temperaturen sind mit 6 bis 9 Grad recht kühl. Morgen Vormittag lässt uns der Herbst nochmal durchatmen. Bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad wechselt sich die Sonne mit einigen Wolken ab. Am Nachmittag schieben sich dann kleinere Wolken vor die Sonne. Die Werte steigen nochmal um ein paar Grad an. Die Höchstwerte liegen mit 20 Grad im Oberallgäu. Die Wanderschuhe können getrost nochmal ausgepackt werden. In den Bergen wird es nämlich sonnig mit kleineren Wolken. Sie sollten sich aber trotzdem etwas wärmer anziehen, denn bei Temperaturen um 13 Grad ist es dann doch noch etwas frisch. Die Höchstwerte liegen mit 16 Grad am Gründen. Am Mittwoch wird es nochmal regnerisch. Donnerstag und Freitag zeigt sich der Spätsommer von seiner besten Seite. An beiden Tagen wird es sonnig mit kleineren Wolken. Am Freitag liegen die Temperaturen sogar bei 21 Grad. Wer schon mal im Europapark in Rust war, der kennt es. Neben der Achterbahn Euromir ist ein Trainingsmodul der russischen Raubfahrtbehörde aufgestellt. Einer aus dem Unterallgäu, der kennt das ganz besonders gut. 1992 war Klaus-Dietrich Flade als Forschungskosmonaut Mitglied der Mir-92-Mission. Ab dem 17. März 92 war Flade 8 Tage lang im All. Doch den Start dorthin empfand er als enttäuschend. Warum? Wir haben den Astronauten zu Hause in Bad Wörishofen besucht. Für Klaus-Dietrich Flade ging es im März 1992 in ungefähr 8 Minuten mit 24 Millionen PS ganze 240 Kilometer hoch in eine erste Umlaufbahn um die Erde.
Von dort aus galt es, auf 60 Meter genau an die Raumstation Mir zu navigieren, was erfolgreich gelang. Die Maus war mit dabei und auch du warst mit ihr im Weltall. Als einer von bislang 10 Deutschen durftest du in den Weltraum fliegen. Aber bevor wir jetzt dahin starten, bleiben wir noch mal ganz kurz im Allgäu. Als gebürtiger Hesse, wie hat's dich denn ins Allgäu verschlagen? Ja, wenn der Vater bei der Bundeswehr ist, dann zieht man halt oft um. Und so bin ich dann halt in Memmingen gelandet. Bernhard-Strigel-Gymnasium. 3 Jahre lang habe ich dort meinen Schuldienst absolviert. Nach dem Abitur, einer Ausbildung als Flugzeugmechaniker und einem Studium in Luft- und Raumfahrttechnik flog Klaus-Dietrich Flade 8 Jahre lang Kampfjets der Bundeswehr. 1990 wurde er dann Mitglied des deutschen Astronautenteams und flog 1992 ins Weltall. Dann erstmal 20 Jahre in Frankreich, wo ich Testpilot bei Airbus war. Und dann sagt man sich irgendwann mal im gesetzteren Alter, wo ist denn eigentlich meine Heimat? Wo möchte ich hin? Und da meine Frau auch hier im Allgäu schon zu Hause war früher, haben wir uns dann eben hier mal so umgeguckt. Und viele Freunde sind hier in diesem Bereich, gerade in der Umgebung Bad Wörishofen. Ja, und schon waren wir da. Und wie kam es denn dann zu Ihrer Reise ins All? Ja, da muss man zurückgreifen. Gorbatschow und Kohl haben sich getroffen. Da gibt es die Bilder Politik in Pullovern. Und dort wurde wohl festgelegt, dass ein Westdeutscher mit auf die Station Mir fliegen soll. Und nach viel Auswahl sind halt 2 Leute darüber geschickt worden. Das ist der Herr Ewald und der Herr Flade. Und letztendlich habe ich halt Glück gehabt und durfte als Erster erstmal fliegen. Ich habe es nicht glauben können, aber es ist wohl so geworden. Sieht so aus, ja. Jetzt fliegt man ja nicht jeden Tag ins All. Wie sind denn da so die Gefühle, jetzt sage ich mal kurz vorm Start, kurz bevor es losgeht? Also das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Sie wissen, ich war Starfighter-Pilot vorher. Wenn ich also Angst hätte, dann hätte ich diesen Job auch nicht machen können. Deshalb darf ich mal einfach so sagen, ich habe auch keine Angst gehabt. Die einzige Befürchtung war, dass es gar nicht losgeht. Und dann, wenn man in dieser Kapsel drin sitzt, auf sehr viel Treibstoff, und dann geht das los und man ist enttäuscht. Denn am Anfang, man denkt, jetzt kriegt man so einen richtigen Schub von unten, ja, genau. Aber es geht ganz langsam erstmal los und nach so 3, 4, 5 Sekunden erstmal merkt man, okay, es ist wirklich losgegangen. Und das wäre die größte Befürchtung gewesen, dass ich dieses Training von knapp mehr als einem Jahr umsonst gemacht hätte und wäre gar nicht losgekommen. Mhm. Somit ist die Reise also losgegangen zur Station Mir. Nach 2 Tagen waren wir da oben und haben dann unsere Freunde von früher, die eben schon über ein halbes Jahr oder auch einer davon, der Herr Krikalow, der über 10 Monate schon oben war, durfte ich sie dann wieder in den Arm schließen. Und ich habe dadurch auch die Russen sehr, sehr schätzen gelernt. Die Russen im eigenen Land sind ganz speziell und haben eine Gastfreundschaft, die wir wahrscheinlich hier in Deutschland auch suchen werden. Und jetzt habe ich was ganz Nettes gelesen. Gastfreundschaft ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Und zwar, dass Sie 2 Dinge von zu Hause dabei hatten. Das waren einmal die teuersten Pralinen der Welt, so heißt's, und dann rheinischen Sauerbraten. Ja. Wie kam es denn da dazu? Da wir im Rheinland dort trainiert haben, in Köln, haben wir uns halt gesagt, das regionale Gericht ist ein rheinischer Sauerbraten. Und das wurde von Lufthansa Service, Catering Service hergestellt, weil das muss ja immer ganz toll aufbereitet sein, dass dort nichts Doofes nach oben kommt und nicht, dass die Jungs da oben krank werden. Und dann haben die für sehr viel Geld so ein Essen hergestellt. Und als wir dann die Dinge aufgemacht haben, die Pralinen zum Nachtisch, Bad Wörishofen, Schwärmer. Schön. Ja. Da haben sich dann alle drüber gefreut, kann ich mir vorstellen. Das würde ich mal so sagen. Ja. Das war ein guter Abschluss dort oben. Ja. Wenn ich jetzt so einen Blick über deine Schulter werfe, dann sehe ich hier ganz viele spannende Sachen, die du auch aus der Mir mitgebracht hast. Was sieht man denn da zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich hier meine Raumhandschuhe, die dann eben den Raumanzug komplettieren, dann hier richtig dicht gemacht werden. Und damit ist man hermetisch abgeriegelt, hat ein eigenes Raumschiff im Prinzip um sich selbst
dass man im Falle eines Druckverlustes dann eben da noch überleben kann. Ansonsten so das kleine Mitbringsel, die Sendung mit der Maus. Ist das Kapitel Weltraum dann jetzt komplett abgeschlossen, so wenn es jetzt schon einige Jahre her ist? Also man übergibt ja diesen Staffelstab eigentlich immer an Jüngere. Ob das nun jetzt Alex Gerst war, Astro Alex genannt, oder der Herr Maurer, der demnächst irgendwann kommen wird. Ja, insofern abgeschlossen für mich. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, Herr Vlade, wollen Sie nicht jetzt zum Mars fliegen? Ich glaube, da wäre ich nochmal geneigt zu unterschreiben. Letztendlich aber, wir geben diese Informationen, die wir oder Eindrücke, die wir gesammelt haben, natürlich gerne an Menschen weiter. Und letztendlich haben wir hier einen Planeten, den ich mal mit Mutterschiff Erde benennen möchte. Natürlich in wir oben in den Raumkapseln oder in den Raumstationen haben immer eine feste Hülle um uns, aber innen drin passen wir sehr wohl auf unsere Atmosphäre, auf den Zustand, der dann lebensfähig sein soll, eben natürlich auf. Aber wenn man das überträgt auf alle Menschen auf diesem Mutterplaneten oder Mutterraumschiff Erde, dann könnte man sagen, jeder von uns Menschen ist eigentlich Astronaut, Kosmonaut und wir alle sollten eigentlich auf unser Mutterraumschiff so aufpassen, dass unsere Enkel dieses Raumschiff auch noch weiter benutzen können. Sehr schönes Wort zum Abschluss. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke dir. Vom Weltraum geht's nun für uns ins Hintersteiner Tal in Bad Hindelang. Was unsere Redakteurin Katrina Rudolph dort so erlebt hat und wen sie getroffen hat, das sehen Sie gleich. Das Allgäu ist einer der schönsten Orte der Welt und absoluten Platz, um sich richtig wohl zu fühlen. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Seit 6 Jahrzehnten im Allgäu. Lassen Sie sich bei feiner Küche in liebevollem Ambiente verwöhnen. Wir leben für unser Haus und die Gäste. Ihr Landgasthof Hubertus in Apfeltrang. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologischer Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten, den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Kaiser Insektenschutz. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte. Immer das passende Gitter. Beratung, Fertigung, Montage. Alles aus einer Hand. Insektenschutz von Kaiser in Immenstadt. Seit 2015 gibt es sie im Allgäu und der Bodenseeregion. Und seither gibt es für deren Inhaber auch jede Menge Vorteile zu genießen. Einfach bei der nächsten Shoppingtour auf dieses Zeichen achten. Wer es sieht, weiß, dieser Einzelhändler ist Teil des MyClickCard-Bonusprogramms. Und so funktioniert die Karte. Also eigentlich kinderleicht. Man geht mit der Karte in ein jeweiliges Geschäft, zeigt die MyClickCard vor und schon kann man sich den Vorteil sichern. Egal, ob man sich ein neues Fahrrad oder E-Bike kauft oder im Café oder Restaurant verwöhnen lässt. Dank der MyClickCard bekommt man beispielsweise Preisnachlässe oder kleine Geschenke. Die Karte gibt es sowohl als Plastikkarte, die man im Portemonnaie mitführt, aber auch als App. Also ich benutze beispielsweise die App, weil ich da nicht so viel mit rumschleppen muss, das Portemonnaie nicht so voll ist. Und das Handy habe ich sowieso immer dabei. Beides ist vollkommen kostenfrei, man muss sich nicht registrieren, also wirklich eine kinderleichte Sache. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy.
Rund 90 Tage lang lebte er gemeinsam mit seiner Familie im Hintersteiner Tal, alle paar Wochen auf einer anderen Hütte. Markus Hartl verbringt in diesem Jahr seinen ersten Sommer auf der Erzbergalpe mit seiner Frau, den beiden Kindern und 175 Tieren. Am kommenden Mittwoch ist seine und auch die Zeit der anderen Bad Hindelanger Elbler wieder zu Ende. Geschlossen wird die Saison mit dem traditionellen Viehscheid im Dorf. Wir haben uns mit ihm über seine Zeit auf der Alpe unterhalten. Ich bin so aufgewachsen. Mein Vater macht das, oder hat das seit 40 Jahren gemacht. Macht es jetzt leider nicht mehr. Und so bin ich zum Zug gekommen, weil ich eigentlich so aufgewachsen bin und das für mich ja, ein Stück Leben ist. Also ich betreibe eine Galtalpe. Da sind nur Jungtiere da, zwischen einem halben Jahr und sagen wir mal so 2,5 bis 3 Jahre. Die sind teils tragend, geben aber noch keine Milch. Das sind also alles Jungtiere. Sennalpen im Vergleich sind nachher, da sind Kühe dabei, wird gemolken, Käsebutter hergestellt. Ja. Das machen wir nicht. Wir kriegen so Mitte Juni ungefähr unser Vieh. Da bringen nachher unsere Bauern bringen uns das Vieh nachher halt mit dem Viehwagen reingefahren, mit dem Traktor. Und dann sind wir halt rund 90 Tage mit dem Vieh hier auf der Alpe unterwegs, ziehen von Weide zu Weide. Alle paar Tage, Wochen sind wir irgendwo auf einem frischen Platz und ziehen so umher, bis wir im Herbst wieder runterkommen. Und zum Abschluss kommt halt dann der Viehscheid. Aufstehen, Frühstück. Und dann geht es eigentlich schon ziemlich gleich einmal los. Jeder läuft seine Runde. Schauen, ob alle Zäune ganz sind. Dass alle Tiere gesund sind, alle auf den Füßen sind. Man geht eigentlich so bauernweise durch. Und schaut halt nachher von jedem Bauern nachher halt wieder, ob das dann alle sind. Und je nachdem schaut man sich halt auch an, ob sie gesund sind, ob sie irgendwas am Fuß haben, irgendwie sonst irgendwas. Und wenn ja, dann muss man sie halt behandeln. Jedes Tier hat sein eigenes Gesicht, das ist wie bei den Menschen. Und in den 90 Tagen, wo man mit denen zum Tür hat, nachher lernt man jede kennen. Ja, viele haben aber auch die Ohrenmarken mit einer Nummer, das ist natürlich eine große Unterstützung. Am Anfang da schneidet die Bauern noch ein Haar mal rein. Das sind ihre Kürzel, die schneidet sie ins Fell, dass man sie leichter kennenlernt. Aber dann, ja, jede hat ihren eigenen Kopf. Mittags ist oft noch ein bisschen ruhiger, weil das Vieh halt auch mal ein bisschen Ruhe gibt, weil sie doch einmal eine Weile satt sind. Und ja, gegen Nachmittag setzen die wieder an, geht es wieder auf. Und abends müssen wir halt nachher alle wieder zusammensammeln. Über die Nacht müssen sie eben alle an einen sicheren Ort, dass sie gut durch die Nacht kommen. Und dann sind wir eigentlich beim Vieh, bis es dunkel ist. Und dann ja, gehen wir halt wieder in unsere Hütte, das Brotzeit, Bett. Und dann der gleiche Spaß von am nächsten Tag. Ja. Die freie Natur, jeden Tag. Bei Wind und Wetter und ja, es gibt schöne und auch nicht so schöne Tage. Aber das ist eigentlich das Schöne, weil es halt abwechslungsreich ist. Und, ja. Die neue Ausgabe von Land und Leute ab heute bei uns im Programm. Das waren die Allgäu TV Nachrichten vom Montag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.